Hallo, ich bin's, euer Raven the Creep. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es zu viele Pokémon Go-Spieler gibt? Und das finde ich sogar klasse. Dann gibt's ja auch bestimmt mehrere Pokémon, genauso wie Pokémon von der zweiten Gen, wie von der ersten, dritten, okay, die erste ist gerade draußen, aber dann kommt die dritte, danach kommt die vierte, die fünfte, die sechste und dann irgendwann so noch Mond die siebte. Aber jetzt will ich mal über Pokémon reden, die jetzt zurzeit in Pokémon Go am schwersten zu fangen sind. Oder eher gesagt auffindbar sind. Hier sind meine Top 5 schwer zu findende Pokémon. Top 5. Fangen wir mal mit der 5 an. Lapras. Lapras habe ich bisher noch gar nicht gesehen, noch gar nicht gefangen. Und joa, ich habe Kollegen gesehen, die es aus 10-Kilometer-Eiern haben. Ich habe nicht mal ein 10-Kilometer-Ei, wo ein Lapras schlüpfen könnte. Und wo kann man die Dinger überhaupt finden? Es war mal einer auf der Kö. Bei mir ist es gar nicht gespawnt. Andere hatten das. Ein Kollege zum Beispiel hat einen Lapras dort gefangen. Sogar zwei. Ich null. Na, super. Scheiß Lapras. Kommen wir zum vierten. Top 4. Relaxo. Relaxo ist eines der wirklich schwer auffindbaren Pokémon. Ich habe bisher auch noch keins. Noch nicht gefunden. Und ich weiß nicht mal, wo ich suchen soll. Ich habe nicht mal den Schattenumriss gesehen, wie bei Lapras zum Beispiel. Noch gar nichts. Nirgendwo. Ich war jetzt nur jetzt in dem NRW-Bereich unterwegs und ich habe nichts gefunden. Gar nichts. Nicht mal ein Ansatz von einem verfickten Relaxo. Naja, passiert. Ich bin gerade Level 23 und habe kein Relaxo. Mein bestes Pokémon ist ein Gyarados. Auf BB-Level 1600 irgendwas. Und so damit kommen wir auf die 3. Top 3. Gyarados. Gyarados so habe ich noch nie gefangen. Ich habe es entwickelt aus Karpados. Okay, jetzt fragt ihr euch, du kannst es ja entwickeln. Du hast ein Gyarados. Wieso ist das auf der Top 3? Ganz einfach. So entwickeln kann man es ja. Aber ich mache gerade ein Video von Pokémon, die schwer aufzufinden sind. Also ich meine, so aufzufinden sind. Und bisher habe ich keinen, genauso wie bei Relaxo, keine Umrisse eines Gyarados gesehen. Und halt gar nichts, nicht mal gefangen. Einer hat es irgendwo in Benrath bei mir in Düsseldorf gefangen. Und ein anderer Kollege sogar auf der Kö. Bei mir nichts. Und das finde ich extrem scheiße. Der hat nämlich, der es auf der Kühe gefangen hat, der hat ihn auf EP-Level 2500 irgendwas gefangen. Und das finde ich richtig kacke. Und jetzt die 2. Top 2. Wie soll ich das mal anfangen? Ein Pokémon, das zwar sehr, sehr stark sein kann, wenn man es trainiert, und es auch Feuersturm besitzt. Man kann es so nur finden. Erste Generation, es ist ein Magma. Magma habe ich ja zwar jetzt gefangen, aber das ist recht selten. Ich habe es vorher noch nie gesehen. Dann habe ich 3 Stück davon gefangen. Im Japan-Garten war das. Nordpark Aquazoo. Und danach habe ich das Ding auch nie wieder gesehen. Und ganz ehrlich, das Ding, wie lange habe ich danach gesucht? Ungefähr 1,5 Monate habe ich danach gesucht. Ich habe es nicht gefunden. Bis jetzt natürlich. Bis vor einer Woche habe ich dann das gefangen. 3-mal sogar. Mein Bestes ist jetzt auf WP-Level 1089. Also 1089. Und ja, 1,5 Monate nach einer verfickten Jagd nach Magma. Und ich habe ungefähr
15 Hyperbälle mit den Himmichbeeren oder wie die heißen, gebraucht. Und das war schon hart. Das war eines meiner härtesten Pokémon-Fangaktionen bei Pokémon Go. Und jetzt kommen wir zu den ersten. Zu den Top 1. Dieses Pokémon habe ich zwar noch nicht gefangen. Es gehört, sagen wir mal, nicht zu den legendären, aber zu den seltenen Pokémon, zu den mystischen Pokémon. Es ist ein Mewtwo. Mewtwo, habe ich die Umrisse gesehen. Ich nehme aber wirklich keine legendären rein, so wie Zapdos, Lavados, Arctos. Weil erstens wegen den Teamfarmen und zweitens, bisher gab es nicht mal Anhaltspunkte von den drei mystischen legendären Vögeln. Deswegen lasse ich die mal raus. Aber Mewtwo. Tatsächlich, Umrisse habe ich mal in Gelsenkirchen gesehen. Und einmal in Essen. Ein Kollege hat es zweimal gefangen. Wirklich zweimal. Auf WP Level 10 und eins auf der WP Level 2000 irgendwas. Und ich war so neidisch auf den. Boah, ich habe nur die Umrisse gesehen, aber noch nie vor mir gespawnt. Das finde ich so scheiße. Und bald kommt auch noch ein Video vom Pokémon, die gerne mal flüchten. Top 5 Pokémon bei Pokémon Go, die gerne flüchten. Also das waren jetzt gerade waren das die Pokémon, die jetzt für mich sehr, 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 sehr schwer aufzufinden sind. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr gebt mir einen Creep Like Daumen nach auf. Und bis dahin, haut rein. Hinterlasst auch schöne Kommentare. Ich will Kritik hören. Jetzt, sofort. Also, bis dahin.